Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Kurt Vanguard. Und immer noch der Mission Numa-Numa-Fahrt. Wir sind jetzt kurz vorm Flugzeug, was wir stehen müssen. Und ja, ich würde sagen, auf geht's. Dafür müssen wir hier noch ein bisschen aufräumen, glaube ich. Glaube ich. Ich sehe keinen. Scharfschützen, die irgendwie nicht sterben wollen. Ich darf immer wieder nachspawnen, also scheißegal. Wir laufen aber zu den Panzern und mit den Panzern laufen wir dann ja hier durch, glaube ich. Wow. Pacific Rage. Na, ich sterbe. Oh, fuck. Ja, also, ja. Wir bleiben vielleicht auf der Seite erstmal ein bisschen. Es gibt halt rote Hitmarker, ne, und die sterben halt. Wow, einfach nicht. Können dann ruhig mit weiterlaufen, Freunde, ne? Sonst nicht. Hier das Flugzeug, ja, wie die denn. Wenn hier 32.000 Feinde sind. Hier, Granate. Extra für euch. Wenn sie dann irgendwann mal explodieren würde, und die brauchen echt lange, bis die. Wow, explodieren. Ich stehe hier echt scheiße. Ich stehe verdammt scheiße. Aber ja, wir kriegen es hin. Schieß dich mal. Wo ist die Granate? Ich bin auf dem Weg, Junge. Alles cool. Ich hätte gerne diese Munition, danke. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt Freunde wart oder nicht, aber... So! Wir stehlen ein Flugzeug. Wir schieben euch aus dem Hangar. Nimm das! Gib uns Deckung beim Positionieren. Mhm. Sucht uns eine Räuber. Wir machen den Rest. Auf wen denn? Oh. Flugzeug. Flugzeug. Ja, ich weiß nicht, wo das Flugzeug ist. Sorry, Bro. Ich höre es, aber ich sehe es halt einfach nicht. Da! Ja, schön, wie ich jetzt gegen Propeller schieße. Also ich würde mich gerade aufregen, dass der LKW nicht explodiert. Wen? Achso. Zeig, was du kannst, Lieutenant. Okay, mal sehen. Mehr oder weniger? Dann mal los! Vollgas!
der 93. veränderten Wade. Sie zeigten dem fliegenden Teufelskerl aus den Wolken, wie der Krieg im Dreck aussieht. Dort lernte er, der einzige Weg zu gewinnen, war, sich gegenseitig den Rücken freizuhalten. Wenn man über sein Geschwätz hinweg seine Taten sieht, weiß man, wer Wade Jackson wirklich ist. Mir egal, was er gemacht hat. Wade ist abgehauen in Hamburg. Ich traue ihm nicht. Ich weiß. Aber wir sind hier nicht wegen ihm. Wir sind hier, weil die Krautfresser denken, sie könnten das beste Team knacken, das ich je gekannt habe. Also, was wir brauchen, ist ein Fluchtplan. Wir sind umzingelt von Nazis und wie es aussieht, erreichen wir nicht einmal lebend die Tür. Vielleicht doch. Ich habe eine Idee. Wir würden eine Show für Richter veranstalten. Es war riskant, aber wir waren zu weit gekommen, um jetzt aufzugeben, an die Akten zu gelangen. Paulina, als Nächste, verschaffte uns Zeit. Schön, Sie wiederzusehen, Fräulein. Bitte. Bitte. Genau so habe ich mir dein seltsames kleines Büro vorgestellt. Also, was genau hat dein Team denn vor? Lady Nachtigall. Stalingrad. Die Stadt, die den Ostmarsch der Nazis stoppte. Wäre die Stadt gefallen, wäre Russland zerbröckelt. Die Deutschen unterschätzten Russlands Überlebenswillen. Sie unterschätzten die Stadt und ihre Verteidiger. Die Bevölkerung sah in Paulina ein Symbol der Hoffnung. Doch sie wollte keine Heldin sein. Sie wollte nur Rache. Die Arroganz des Dritten Reichs war der Glaube zu erreichen, was der große Napoleon nicht konnte. Wenn sie es nicht mit jemand so Unerbittlichem wie Lady Nachtigall zu tun gehabt hätten. Da. Wir haben gehört, Steiner soll im Handelsbezirk rumlungern. Macht Sinn. Er ist nie weit vom Gemetzel. Svolatsch. Los jetzt. Warte. Wir sehen nach, wer es ist. Dann können wir es der Familie sagen. Tja. Das war ein Scharfschütze. Präzise. Glaubst du, er ist noch... sein. Gut. Da drüben ist mehr Deckung. Komm schon. So, Freunde, und bevor es jetzt mit Lady Nachtigall einer weiteren Mission in der Kampagne weitergeht, war es das für dieses Mal. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.